ist wie eine Täuschung. Und in der Bibel steht, Lüge, Zauberei und solche Sachen sind Gott ein Greuel. Wiederherzaubern. Einfach nach vorne fallen lassen. So, das ist so in die Mitte. Ja, also, okay. Das ist für mich auch Predigt, was Matthias macht. Auf eine ganz andere Art. Und jetzt, du nimmst es gleich und trägst es so weg. Im hessischen Trebur wohnt seit 7 Jahren ein Mann, der Gospel Magic, Evangeliumszauberkunst, praktiziert. Er glaubt an Gott und an die Kraft der Magie. Seine persönliche Art, die biblische Botschaft zu vermitteln. Hausbesuch bei einem Mann, der Sorgen und Gegenstände verschwinden lassen möchte. Nee, also ein Kaninchen besitze ich nicht. Dafür habe ich 2 Katzen. Allerdings habe ich ein kleines Kaninchen, was hier aus dem Hut herauskommt. Aber ja, so stellt man sich halt einen Zauberkünstler immer vor, mit einem weißen Kaninchen. Ansonsten habe ich keine Tiere auf der Bühne, zumindest keine lebenden Tiere, weil ich das einfach zu stressig für die Tiere finde. Hier entwirft und probt er seine Tricks, deren Geheimnis nur seine beiden Katzen kennen. Täuschung und Selbsttäuschung sind die Themen seiner Shows und seines Lebens. An beidem arbeitet er hart. Requisiten bastelt er selbst. Darf ein gläubiger Christ den Zuschauer belügen? Er weiß, dass er von mir getäuscht wird. Es gibt so einen Satz, der heißt, der Zauberkünstler ist der ehrlichste Mensch, weil es ist der Einzige, der dir erst sagt, dass er dich gleich täuschen wird und erst danach zur Tat schreitet. Ich bin der Meinung, wir haben die beste Botschaft, die es gibt, weiterzusagen. Die wird ein bisschen schlecht verpackt, die wird ein bisschen traurig verpackt, ein bisschen einfallslos manchmal verpackt und dann kann man schlecht zuhören. Und deshalb will ich einfach so ein bisschen auch diesen Köder an den Haken hängen und sagen, das ist was Spannendes. Fachmann für Illusionen und Effekte ist Matthias Drechsel auch im Hauptberuf. Als Mediengestalter in der Werbebranche macht er Imagefilme, Internetseiten, hat ein kleines Tonstudio. Soundcheck für den Taufgottesdienst nächste Woche. Wie kam er auf die Idee, Mission und Magie zu verknüpfen? Altes Filmmaterial bringt den Mann zurück, der ihn als Kind mit dem Zaubervirus infiziert hat. Den sächsischen Landesdiakon Fritz Reschke. An der Seite ist hier ein Löchlein, wird das Tuch durchgezogen. Wollte ich euch zeigen. Dankeschön. Moment, Moment, Moment. Die Kinder sagen, das ist Trick. Sie wissen, also richtige Zauberei gibt es überhaupt nicht. Ohren zu halten, es knallt. Der hat irgendetwas, mit dem er uns hinters Licht führt. Das hat mich einfach auch fasziniert, dass Christsein was Fröhliches ist, dass Christsein nichts ist, was irgendwie was traurig ist und wo man irgendwie immer nur mit gebückter Haltung nach vorne irgendwie rumläuft. Nein, das ist was richtig Spaß macht, was Freude macht, wo man zusammen viel mit anderen erleben kann. Und das hat mich auch an diesen Kindertagen mit Fritz Reschke unheimlich berührt. Reichenbach in Sachsen. Hier wuchs Matthias Drechsel als jüngster Sohn strenggläubiger Christen auf. Geborgen in der Gemeinde, ausgegrenzt im Staat. Morgen wird er in seiner konservativen Ursprungsgemeinde zaubern,
Er weiß, dass manche den Hokuspokus im Gottesdienst gerne verhindern würden. Besuch in seiner einstigen Abendschule, dem Goethe-Gymnasium, wo Abiturientenjahrgänge von heute ihr Lebensmotto frei wählen dürfen. Als Christ hatte er in der DDR nicht die gleichen Chancen wie Mitschüler aus staatskonformem Elternhaus. Konfirmation statt Jugendweihe, Gottesdienst statt Pionierfahrt. In seiner Klasse war er Außenseiter. Im Museum unterm Schuldach Erinnerungsstücke aus DDR-Zeiten. Ich gestehe natürlich auch, dass ich manchmal in der Schule dann damit ein bisschen provoziert habe. Gerade an den ersten und letzten Schultagen, immer im Schuljahr war es üblich gewesen, dass man mit dem blauen FDJ-Hemd die Schule besucht hat. Ich habe mir dann auch gerne irgendwie was völlig anderes angezogen, ein gelbes oder ein rotes Hemd, damit es auch aufgefallen ist. Wenn mich dann Lehrer angesprochen haben, sagen, Sie haben doch aber Ihr FDJ-Hemd vergessen. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht in der FDJ. Von seiner Mutter lernte er, staatlicher Meinungsmache kritisches Denken entgegenzusetzen und Nächstenliebe. Ein Satz ist eben in den Statuten zumindest sinngemäß so, dass die Freie Deutsche Jugend mich im Hass gegen den imperialistischen Klassenfeind stärkt. Und für mich war klar, also auch für mich als Christ ist klar, ich möchte nicht einer Organisation beitreten, die mich im Hass gegen andere Menschen stärkt. Sein aufrechter Gang kostete ihn trotz Bittgängen der Mutter zum Direktor die Zulassung zum Abitur. Es wurde natürlich nach außen hin nie so deutlich kommuniziert, dass dann Ablehnung für das Abitur daran gelegen hat, dass man nicht in der FDJ gewesen ist, sondern dann wurde das immer irgendwie freundlich umschrieben oder es wurde dann einfach auch das Bedauern ausgedrückt, dass nicht ausreichend Plätze zur Verfügung gestanden hätten. Eigentlich war es ja vom Gesetz her so, dass alle gleich behandelt werden sollten. Es war Religionsfreiheit zugesichert. Aber es war im Praktischen halt wirklich immer so, dass man da echt ja, von vornherein eben die meisten eben auch Angst hatten, dass es zu Nachteilen kommen kann. Und deshalb haben die allermeisten immer einfach Ja gesagt. Die Mutter stärkte ihren Sohn im Glauben. Sie war und ist aber auch die strengste Kritikerin seiner magischen Mission. Besuch bei den Eltern mit seiner Verlobten. Ich lese Ihnen mal die Losung für den heutigen Tag vor. Das ist der 27. April. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, spricht Gott. Werdet nicht träge, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. So, das ist die Losung von heute. Dass Ihr jüngster Sohn von einem Onkel einen Zauberkasten zum Schulanfang bekam, hat ihr schon damals nicht gefallen. Von der weißen oder schwarzen Magie zu diesen Trick-Zauber-Sachen. Ich finde, das ist ein sehr großes Grenzgebiet. Und da ist unsere Sorge immer gewesen, dass es nicht dann eines Tages mal irgendwie zu sehr in die andere Richtung geht. Und deswegen waren wir immer dagegen. Ich mag das grundsätzlich nicht so. Mir ist eine klare Verkündigung, ein klares Zeugnis ist mir lieber. Und ich verstehe allerdings sein Argument und auch seine Absicht, dass er eben auch Kindern und Jugendlichen, die vielleicht nicht mehr zuhören wollen, etwas sichtbar machen will, wo sie dann vielleicht ein bisschen gespannt werden. Wenn er das verbindet, dann mit Gottes Wort. Drechsels älterer Bruder Joachim wird beim Jahrestreffen der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Reichenbach predigen. Großer und kleiner Bruder. Theologe und Zauberkünstler wollen um die Gunst der Gemeinde wetteifern.
Der eine, erfolgreicher Leiter eines großen diakonischen Werkes. Der andere, der bunte Vogel, um Glauben und Beruf ringend. Den ersten von den zwei darf ich jetzt auf die Bühne bitten. Heißen Sie mit mir ganz herzlich willkommen Dr. Joachim Drechsel. Applaus! Der Friede des Auferstandenen Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir müssen ungefähr 2700 Jahre noch ein bisschen mehr zurückgehen. Der alttestamentliche Prophet Jesaja erhält eine dramatische Berufung. Er soll Gott als Bote zur Verfügung stehen an sein Volk. Nun, was würde passieren? Er wird berufen, ein Prophet des Gerichts, der Gerichtsankündigung zu werden. Und in der Tat, nur 14 Jahre nach seinem ersten Auftreten gibt es das Nordreich Israels nicht mehr. Der religiöse Niedergang. Wer Fairness und Gerechtigkeit sucht, wird verhöhnt. Liebe Geschwister, ich habe euch eine persönliche Geschichte aus meinem Leben mitgebracht. Und dazu habe ich euch noch eine Art Puzzlespiel mitgebracht. Und weil es mein Leben ist, hat dieses Puzzlespiel einen Rahmen. Sozusagen einen Rahmen, der ganz genau zu mir passt. Mein Leben hat ganz verschiedene Facetten. Da ist zum Beispiel vielleicht meine Arbeit, die ich habe. Oder meine Familie. Und hier unten ein ganz besonders wichtiger Stein vielleicht, das ist die Beziehung zu der Frau, die ich liebe. Immer wieder habe ich versucht, aus eigener Kraft mein Leben wieder neu zu ordnen. Und wenn ich mein Leben umgestaltet habe, habe ich festgestellt, plötzlich wird Platz für Neues. Es gab eine lange Zeit, da war es nicht so, dass Jesus Bestandteil meines Lebens gewesen ist. Genau diese Frage stellte ich mir, passt das zu mir? Und dann habe ich dieses Wunder erfahren. Habe ich das Wunder erfahren, dass Gottes Leben umgestalten kann. Und wenn Leben von Gott umgestaltet wird, dann passt Jesus auch wirklich in die Mitte des Lebens hinein. Für mich war aber die ganz große Frage, ob dieses Leben jetzt auch noch zu mir passt, zu meiner ganz persönlichen Situation. Und umso mehr war ich überrascht, dass dieses neue Leben mit Jesus im Zentrum meines Herzens genau wieder zu mir passte. Welches Gotteslob hat nun mehr überzeugt? Das Puzzle war echt cool. Wo dann die Puzzlesteine, wo dann eigentlich zwei Puzzlesteine zu viel waren, aber die trotzdem da noch reingepasst haben. Das war mit einem Zaubertrick. Mutter Drechsel ist hin und her gerissen. Nee, die Predigt war in Ordnung und die Zauberkunst hat mich nicht irgendwie problematisch gemacht. Hat man gehört. Und manches ist so, manchmal ist aber das Extremes näher hinführend zum Kern. Die Botschaft, die er damit rüberbringt und was er damit macht und darstellt, das ist ja, das gefällt mir. Zauberkunst haben wir ja grundsätzlich ein Problem. Zaubert nicht, steht in unserer Bibel an vielen Stellen. Und da gibt es schon große Ressentiments dagegen. Deswegen sagt man ja auch, Kirche und Zauberkunst kann eigentlich nicht zusammengehen, zumal in der landeskirchlichen Gemeinschaft, die ja die Bedenkenträger der Kirche, der Landeskirche sind.
Von daher geht es eigentlich nicht. Ich verrate dir jetzt, das hier, das ist eine rote Karte. Und das ist eine schwarze Karte. Und das ist... Lass sie behalten. Zurück zu Hause im hessischen Trebur. Noch 3 Tage bis zum Gottesdienst mit Schwebetrick. Brauch mal wieder ein bisschen Sperrholz von dir. Mhm. Brauch ich 3 Stück. Ne? Aber das muss schon ein kleines bisschen stabil sein, weil da legt sich jemand drauf. Mhm. Also da können wir jetzt nicht bloß ein 4er Sperrholz nehmen. Das ganze Dorf, ob gläubig oder nicht, arbeitet jetzt mit am Feinschliff der Requisiten. So, bitteschön. Ja, super. Nehmen deine Farben, die Regenbogenfarben. Ja, okay. Als alter Brusher habe ich natürlich da meine Top-Zahnbürste mitgebracht. Pfarrerin der Laurentiuskirche ist experimentierfreudig. Zauberhafte Verkündung hier willkommen. Anstelle der Predigt soll bei der Taufzeremonie heute Zauberkunst Gottvertrauen vermitteln. Seit in Trebur Gospel Magic praktiziert wird, sind die Familiengottesdienste besser besucht. Laura Christina, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du sollst Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Amen. Samuel, Merlin, Gott sei dir nahe in allem, was dir begegnen wird. Er gebe dir Selbstvertrauen, aber auch den Mut, dich lieben zu lassen. In allen Gefährdungen bewahre er dir Leib und Seele. So segne dich der gütige Gott, geh hin im Frieden des Herrn. Der Herr ist mein Hirte, darum kenne ich keine Not. Du bringst mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibst mir neue Kraft. Du leitest mich auf sicheren Wegen, dafür bürgst du mit deinem Namen. Ich habe schon als kleiner Mensch, schon als Kind viel von Gott erfahren, von seiner Liebe erfahren. Aber irgendwann kam mir diese göttliche Rettungslinie eher wie eine Fessel vor. Ich hatte plötzlich den Eindruck, ich kann gar nicht mehr dahin gehen, wo ich eigentlich hingehen möchte. Ich habe gedacht, es ist eine Befreiung, wenn ich mich von der Bindung an Gott befreie. Ich wollte eigentlich nach außen den erfolgreichen Geschäftsmann, den erfolgreichen Tonstudiobesitzer darstellen. Aber plötzlich stand ich vor einem finanziellen Firmenchaos. Nichts hat mehr funktioniert. Ich hatte mich total in selbstgebaute Lügen verstrickt. Immer wieder hatte ich Menschen verletzt. Ich hatte vor allen Dingen auch die Menschen verletzt, die mir besonders wichtig waren. Ich fühlte mich richtig in einer Sackgasse. Und in dem Moment ist mir wieder dieses zertrennte Rettungsseil, dieses göttliche Rettungsseil eingefallen. Und ich wünschte mir, ich hätte es einfach so ein bisschen aus eigener Kraft wieder zusammenknoten können. Aber ich weiß nicht, wenn Sie
sich das jetzt anschauen, das ist kein Rettungsseil mehr. Das ist nur eine Illusion. Ich hatte kein Vertrauen, bis ich plötzlich merkte, ich muss mich wirklich selber neu auf Gott einlassen. Ich musste den Mut haben, mich in Gottes Arme fallen zu lassen. Und als ich das plötzlich getan habe, in dem Moment habe ich das Wunder erfahren, dass Gott mich gehalten hat, dass Gott mir in meinem Leben neue Perspektiven gezeigt hat. Gott lässt niemanden fallen, wir müssen nur den Mut haben, uns auf Gott einzulassen. Dankeschön. Es ist doch ein Zauber auch dabei beim Glauben und ein bisschen was Zauberhaftes darf dann auch davon hängen bleiben. Das soll ja für unser ganzes Leben so sein, dass einfach Gott uns nicht fallen lässt und hat man ja da gesehen, dass uns halt unser ganzes Leben trägt, unsere Familie, unsere Kinder. Matthias Drechsel macht etwas, was ich eher so im Alten Testament auch sehe. Die Propheten haben oft, die im Alten Testament auftauchen, Zeichenhandlungen gemacht. Also sie haben ihre Botschaft mit einer Zeichenhandlung verknüpft. Also Elia, der mal einen Krug zerschmettert, um halt was klar zu machen. Und genau das, da denke ich, greift Matthias etwas auf, was schon biblische Praxis war, dass man die Botschaft mit etwas verbindet, was Menschen sehen, was sie dann auch begreifen können. Es ist etwas, was die Menschen anrührt im Herzen und auch weiter bewegt. Das tut auch eine Predigt sonntags, aber auf einem anderen Niveau. Matthias Drechsel bringt frischen Wind in die evangelische Gemeinde. Auch als Leiter der Jugendgruppe. Das ist mal eine andere Interpretation von dem ganzen Gelaber in der Kirche, von den ganzen Predigten, weil da hört man das und da kriegt man jetzt wirklich mal einen Eindruck, was das überhaupt heißt. Es gehört, denke ich, auch dazu, dass man auch mal über das Scheitern redet, weil jedem ist klar, dass das Leben nicht perfekt läuft und so, wie man es gern hätte. Und deswegen muss das natürlich auch angesprochen werden. Was sie spüren, was ja auch die Gemeinde spürt, ist, dass Matthias eine Beziehung zu Gott hat, die er auch lebt und die ihm wichtig ist in seinem Leben. Und dass er dazu auch steht. Und ich denke, von einem Pfarrer erwartet man das irgendwo ein Stück weit. Aber jemand, der normales Gemeindemitglied ist, oder na gut, Matthias ist auch Kirchenvorsteher, der nach vorne tritt und von seinem Glauben spricht, von seinen Glaubenserfahrungen, auch mit seinen Zweifeln, ja, das erwartet man normalerweise nicht. Und das ist so ehrlich. Und gerade die Ehrlichkeit, die spricht auch an. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt dem Zauberkünstler nicht. Die Gottes Wort nicht hören wollen, hat Matthias Drechsel erreicht. Die nicht hören können, sind seine nächste Herausforderung. Zur Vorbereitung hat er einen Fachmann eingeladen. Also entweder Gehörlose finden was Typisches an einem und geben einem schon so einen Gebärdennamen. Oder eben, man sagt, also was zur Tätigkeit passt. Also das Zaubern zum Beispiel, das kann dargestellt werden, entweder der mit dem Zauberstab, das ist mehr so das Technische, oder was ich eigentlich ganz schön finde, so, wo man mit der Mimik schon sieht, hier tut sich was. Ne? Ja. Gibt natürlich auch nochmal, aber das ist mehr eine Negative, so, das ist so Täuschen, jemanden täuschen. Man könnte theoretisch ja falsch verstehen, was ich mache, weil auf die bösartige Seite will ich es nicht machen. Ich will ja einfach die Leute in so was Positives, eben in so eine Freude mit hineinnehmen und eben noch was inhaltlich mitgeben. Und was natürlich Gehörlosen schon mal ganz toll gefällt, wenn da die Mimik mitmacht, wenn es ein authentisches Auftreten ist, wenn also die Gebärden zum Inhalt zusammenpassen. Und für mich öffnet das auch immer so ein bisschen dieses Staunen, so die Herzen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Mal probieren. Mein Name. Zauberer. Super. Das ist übrigens Applaus. Applaus, genau. Also nicht so klatschen, weil das ist ja für Gehörlose so ein bisschen. Ja. Aber so, das ist der Applaus. Rund 150 gehörlose Katholiken aus drei deutschen Bistümern und deren Angehörige feiern an diesem Tag gemeinsam Fronleichnam. In der Mainzer Canisiuskirche.
Ich werde Ihnen etwas ganz Spannendes vorführen. Aber was ist, wenn Ihr Publikum diesen Trick kennt und Ihnen nicht glaubt, weil das Publikum weiß, dass hier das Tuch in dem Ei ist? Dann beweisen Sie dem Publikum, das war heute das erste Mal. Normalerweise Zauberei sieht man im Fernsehen oder auf der Bühne. Aber heute, dass im Gottesdienst öffentlich das gezeigt wird, wie das mit dem Ei war, boah, das ist wie ein Schwindel. Matthias Drechsel, Christ und Illusionist. Aber das Zaubervirus hat er schon weitergegeben. Oder? Geht gar nicht. Ja, das muss man lange üben.